Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Intelligenz, unser heutiges Thema für die Politik. Prima, wenn statt Wog im Sumpf wieder natürliche Denkfähigkeit und Intelligenz sich Bahn bricht, gerade auch bei den jungen Wählern. Sehr geehrte Damen und Herren, das Potenzial künstlicher Intelligenz ist unbestritten groß. Unbestritten groß ist auch der Energiebedarf. Mal so zu mitrechnen, Schneider Elektrik hat prognostiziert für dieses Jahr 4,5 Gigawatt. Wie viele Kernkraftwerke sind es? Mit Windenergie können Sie das nicht machen, weil der Wind bläst nicht stetig genug. Das sind mindestens 5 Kraftwerke. Und in 4 Jahren, es war jetzt ja eine Binsenweisheit, nicht wahr? Würde jeder Forscher auch so sagen mit grünem Blut. Und in 4 Jahren soll das auf 19 Gigawatt ansteigen. Wie viele Kernkraftwerke brauchen Sie denn dann? Und übrigens denkt ja Microsoft über ein eigenes AKW nach. Haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen. Also die Auswirkungen und das Potenzial der künstlichen Intelligenz sind unbestritten groß, das haben wir jetzt gehört, auf unser Leben im Allgemeinen und auf die Arbeitswelt und die Schulen. Wir sind insofern natürlich Zeugen eines bemerkenswerten Wandels und es ist dringend erforderlich, hier jetzt über die wesentliche Aufgabe der Schule und über die Frage, was ist der Mensch, nachzudenken. Aber nur keine Sorge, ich will nicht zu sehr philosophieren, das überfordert vielleicht den einen oder anderen hier auch. Ein paar Prämissen möchte ich aber dazu sagen. Die Nutzung der künstlichen Intelligenz setzt die Entwicklung, das Anwesensein der natürlichen Intelligenz voraus. Der Mensch ist grundsätzlich ein denkendes Wesen und sein Verstand funktioniert anders als die bisherigen Entwicklungen auf dem Feld der KI. Denn der Geist des Menschen ist keine statistische Maschine für den Musterabgleich. Und das ist bis jetzt ja die künstliche Intelligenz. Das hat man vorhin bei Ihrem Beispiel mit der Datensammlung ja gesehen. Es werden neue Texte generiert aus dem, was bisher an Wissen da liegt. Und es wird kombiniert. Und möglicherweise entsteht, und der Begriff Kreativität ist in diesem Zusammenhang falsch, entsteht dann etwas brauchbar Neues. Hunderte von Terabyte an Daten werden verschlungen und die wahrscheinlichste Gesprächsantwort auf eine Frage und die wahrscheinlichste Antwort auf eine wissenschaftliche Frage wird von dem Text dann eben extrapoliert, so jedenfalls der Kommunikationsguru Noam Chomsky. Ich darf den auch nochmal zitieren, der menschliche Verstand ist ein effizientes und sehr elegantes System, das mit durchaus sehr kleinen Informationsmengen arbeitet, im Gegensatz zu bisher KI. Deswegen das Beispiel mit den Atomkraftwerken am Anfang, dem hohen Energiebedarf. Wer in Physik ein bisschen aufgepasst hat, kann das korrelieren. Jedenfalls diese KI-Systeme unterscheiden sich vom menschlichen Hirn dadurch, dass das menschliche Hirn grobe Korrelationen mit kleinen Informationen schon machen kann und damit Erklären schaffen kann. Das heißt, das menschliche Denken basiert auf Erklärungen und Fehlerkorrekturen. Ein Prozess, der die Möglichkeiten, die rational in Betracht gezogen werden können, damit auch automatisch einschränkt. Wenn ein kleines Kind eine Sprache lernt, entwickelt es unbewusst eine eigene Grammatik, versteht die selbst aus kleinen Prinzipien und logischen Parametern, die eingängig sind. Und das ist Ausdruck des uns innewohnenden sozusagen Betriebssystems, wenn man das so benennen möchte. Der Mensch ist mit der Fähigkeit, zumindest viele jedenfalls, mit der Fähigkeit ausgestattet, komplexe Sätze auszusprechen und lange Gedankengänge zu entwickeln. Das scheinbar beste Ergebnis der KI beruht jedenfalls auf statistischer Mustererkennung. Und da ist natürlich auch die Missbrauchsfähigkeit drin in diesen Systemen, weil wir wissen ja nicht, wer die Daten eingefüttert hat. Man merkt es schon heute, wenn man bei Wikipedia politische Fragen stellt, dann bekommt man Antworten, die überwiegend ins grüne Denkmuster reinpassen. Das spricht für sich. Und deswegen, diese Systeme kann man in der Schule natürlich nutzen, um die Kinder ein bisschen in Fahrt zu bringen, das ist keine Frage, aber Umsicht ist erforderlich, denn es besteht die Gefahr der Unmündigkeit, das wurde schon mehrfach jetzt genannt, und die Zerstörung der Kreativität und im Worst Case der Verlust des selbstständigen Denkens. Das wäre dann der Weg in den neuen Menschen, wie wir ihn in 1984 nachlesen können. Solch eine Gesellschaft wollen wir natürlich nicht. Ergo sum, KI ist eine Chance, aber primär muss in der Schule neben dem Umgang mit modernen Technologien erstmal lesen, schreiben, rechnen und denken
gelernt werden. Und eben auch das, was uns Menschen auszeichnet, nämlich malen, musizieren und das alles ohne Assistenzsysteme. Danke sehr.